Just wie Karl, vierfach nominiert für den Deutschen Filmpreis. In den Kategorien beste Hauptdarstellerin, bester Hauptdarsteller, bester Nebendarsteller und bester Film. Zu Recht? Jetzt bei den Filmgorillas. Herzlich willkommen zu einem neuen Streifzug-Spezial bei den Filmgorillas. Anne und ich haben uns Je suis Karl angeschaut und konnten auch mit Hauptdarsteller Yannis Niewüner über seine Rolle sprechen. Und darum geht es in dem Film. Ja, Je suis Karl ist ein, wie soll man sagen, ein Politdrama vielleicht in diese Richtung. Es geht um ein kleines Mädchen bzw. eine 16-Jährige, so klein ist sie nicht mehr, namens Maxi. Sie ist Deutsch-Französin und wohnt mit ihrer Familie in Berlin. Sie wird Opfer eines Terroranschlages, verliert dabei ihre Mutter, ihre zwei Brüder, nur ihr Vater ist übrig geblieben und muss dann halt gucken, wie ihr Leben weitergeht. Und dann lernt sie durch Zufall diesen jungen Mann namens Karl kennen. Der beschützt sie so ein bisschen, holt sie da weg aus diesem Spotlight und sie schließt dann Vertrauen zu ihm und er sagt so, ey, warum kommst du nicht mal dieses Wochenende nach Prag? Da ist so eine coole Veranstaltung mit ganz vielen Jugendlichen. Wir reden über das Leben und über die Zukunft, über unsere Zukunft. Ich kenne da niemanden in Prag. Mich kennen sie ja schon mal. Und sie denkt so drüber nach und entschließt sich dann, das doch zu machen. Und im Laufe des Films merkt man einfach, dass sie sehr interessiert an Karl ist, dass er ihr so ein bisschen eine Heimat bietet oder einen Ausweg aus dieser eigentlich sehr schlimmen Situation, in der sie sich ja befindet. Das Problem an Karl ist, dass Karl leider zu den neuen Rechten gehört und sie da so ein bisschen mit in diese Szene reinzieht, was ihr gar nicht so bewusst ist. Und daraus entstehen sehr krasse und sehr ungewöhnliche Szenarien. Und das ist alles, was wir dazu sagen möchten erstmal. Ja, eine sehr spannende Figur, die Yannis Niewüner da bekleidet. Und wir hatten ja nun Gelegenheit, ihn direkt darauf anzusprechen und haben ihn erst einmal gefragt, was ihn an diesem Projekt und auch an der Rolle des Karl besonders gereizt hat. Yannis, herzlichen Glückwunsch erst einmal zu Je suis Karl, zu diesem Film, der, ich nehme es gleich vorweg, mich eiskalt erwischt hat. Also ein Film, den ich gesehen habe und Tage später noch immer drüber nachdenke. Was hat dich an der Figur des Karl und an diesem Projekt gereizt, sodass du gesagt hast, ja, da bist du dabei? Also als allererstes hat mich gereizt, dass ich mit Christian Schwocho arbeiten konnte. Also ein Regisseur, der einfach wahnsinnig spannend ist, weil alles, was er macht, sehr relevant ist und weil er wirklich spannende Figuren erzählt und gleichzeitig dem Zuschauer etwas Neues erzählt über unsere Gesellschaft. Und das war erstmal ein Riesenpunkt. Und dann war es natürlich die Figur, die sehr vielschichtig ist, wo ich gesehen habe, da traut man sich, eine Figur neu zu erzählen. Also jemand zu erzählen, der gegen unsere Sehgewohnheit nicht greifbar ist bis zum Schluss. Also nicht zu wissen, wer ist das eigentlich? Was meint der ernst? Was meint er nicht ernst? Was fühlt er? Fühlt er überhaupt was? Aber trotzdem zu sehen, der hat irgendwie vereinnahmt uns irgendwie. Ich fand das sehr spannend und ich habe das noch nicht so oft gesehen. Es war ein tolles Vorhaben und es war natürlich die Möglichkeit, auch politisch eine Aussage zu treffen mit dem, was ich mache, Teil davon zu sein, politisch eine Aussage zu treffen. Und er hat ja selber jetzt auch gesagt, dass er sich auf die Zusammenarbeit mit Christian Schwocho so gefreut hat. Und er hat ja jetzt gerade auch zusammen mit Detlef Buck Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull gedreht. Und da hatte ich dann Gelegenheit, ihn nach den Unterschieden zu fragen, was die Arbeit mit diesen beiden Regisseuren voneinander unterscheidet. Ich glaube, es wäre besser beschrieben, wenn man guckt, was sind die Gemeinsamkeiten. Und was sind die Gemeinsamkeiten? Was ist die Gemeinsamkeit? Die Gemeinsamkeit ist, dass jeder auf seine Art und Weise, dass beides sehr starke Charaktere sind und beide auf ihre Art und Weise Filme erzählen. Und die wiederum unterscheidet sich sehr stark voneinander. Beide suchen aber auch nach einer Tiefe und nach einem Kern und beide wollen, glaube ich, auch immer wieder was Neues, auf eine neue Art und Weise Geschichten erzählen. Nicht, dass man immer einfach die Filme so nachmacht, wie sie schon mal gemacht wurden. Ich glaube, das verbindet sie, ja. Ich finde für mich das Schlimmste und das Eindringlichste an diesem Film ist einfach Yannis Charakter Karl, wie er ihn spielt. Also es hat mich auch gewundert, weil ich nicht wusste, worum es geht in diesem Film. Ja. Und das hat mich so kalt erwischt und so überrascht,
was da mit Karl los ist und was das eigentlich für ein perfider, manipulierender Typ ist, weißt du, in so einem, mit so einem schönen Gesicht, weißt du, es ist so ein, das ist fies, ja. Er ist so ein hübscher junger Mann und hat aber nur perfide böse Absichten und das ist einerseits, fand ich das so traurig, weil ich mir denke, der hätte doch ein richtig dufter Typ werden können. Und auf der anderen Seite fand ich es total spannend, einfach zu sehen, wie diese Leute ihre Macht dann ausnutzen und genau wissen, was sie tun und dann halt so Leute auch anziehen, dadurch, dass sie halt so präsent sind, ja, und so eine Ausstrahlung haben. Und das fand ich einfach, er hat das einfach richtig gut gemacht. Er hat das so krass gespielt. Ich wäre wahrscheinlich im Zwist mit mir selber gewesen, ob ich sowas überhaupt könnte. Das finde ich auch total spannend, weil das irgendwie so aufzeigt, wenn eine wirklich charismatische und überzeugende Person Dinge sagt und Dinge von sich gibt, dass es halt schon erschreckenderweise bald gar keine Rolle mehr spielt, was diese Person eigentlich sagt, wenn ihr halt erst einmal Gehör verschafft wurde und wenn sie diese Bühne bekommen hat. Und ich finde das ganz spannend, dass du halt sagst, dass du gar nicht weißt, ob du das hättest so spielen können, weil das halt so perfide ist. Und genau die Frage konnte ich ihm auch stellen, wie sich das für ihn eigentlich angefühlt hat, so eine manipulierende Rolle zu spielen. Es war natürlich für mich auch neu, vor so vielen Leuten zu stehen und diese Reden zu halten. Und aber sehr, sehr interessant zu gucken, wie erreicht man die Leute. Also das war auch ein großer Teil meiner Vorbereitung, wie schafft man das, mit vielen Leuten zu reden und die für sich zu vereinnahmen? Und das hat sich gut angefühlt. Also es war einfach ein sehr, sehr neues Gebiet für mich und hat mir sehr viel Spaß gemacht, ehrlich gesagt. Man geht ja selber auch, man ist ja nicht die ganze Zeit in der Figur, sondern geht ja danach gerade bei diesem Film auch immer wieder raus und ist jetzt nicht ständig mit dieser sehr dunklen Welt konfrontiert. Und diesen charismatischen Charakter hat Jannis Niebüner auch wirklich überzeugend gespielt. Nicht nur du und ich sind überzeugt, sondern auch die Jury des Filmpreises. Er ist mit der Lola nominiert worden für diesen Film. Und ich habe ihn fragen können, wie er sich eigentlich auf diese Rolle vorbereitet hat. Denn Teil von Karl ist ja auch, dass er vor diesen großen Menschenmassen sprechen muss. In mehreren Sprachen, genau, wohlgemeint. Und auf Zwischenrufe eingehen muss. Und das ist ja auch keine leichte Rolle. Und ja, da hat er uns erzählt, wie sich das für ihn angefühlt hat und vor allem, wie er sich darauf vorbereitet hat. Ich komme nicht vom Theater und mir war einfach klar, man kann da jetzt nicht einfach hingehen mit dem Text auswendig gelernt und die Rolle kennt, sondern man muss auch gucken, man muss sich auch Leute angucken, die in der Lage sind, mit vielen Menschen zu reden. Obama, der wahnsinnig gute Reden halten kann. Tom Cruise bei Scientology. Also wirklich spannende Charaktere, die so ein Charisma ausstrahlen und eigentlich erstmal von dem Vibe her was für was Gutes stehen und dann eigentlich alles erzählen können, was sie wollen. Gab es eine Szene, die für dich oder die dich besonders viel Überwindung gekostet hat? Und wenn ja, welche war das? Ich meine, es gab ganz viele Szenen, die einfach, wo man sich schon vor sich selber ekelt, weil man einfach denkt, was spielen wir? Also das ist ja wirklich geisteskrank und ganz perfide, was da gespielt wird. Aber natürlich ist es das für die Rolle selber nie und deshalb hat es im Großen und Ganzen alles sehr viel Spaß gemacht. So schrecklich das auch war, was man da erzählt hat. Es gab die Szene, wo ich meine erste Rede auf Englisch gehalten habe und meine erste Rede auf Französisch. Das war schon einfach, wie gesagt, weil es neu für mich war, auch an einem Tag war ich sehr, sehr krank und stand so vor Christian und meinte, boah, ich weiß nicht, wie ich jetzt diese Rede halten soll vor all den Leuten. Und er sagte, nutz es, nimm es mit. Und dann bin ich immer aus beiden Drehtagen sehr, sehr glücklich rausgegangen. Anne, gibt es eine Szene in dem Film, die dich besonders mitgenommen hat oder die besonders hängen geblieben ist? Es gibt viele Momente, würde ich sagen. Und ich glaube, dass das, was bei mir am meisten geschockt hat oder am meisten hängen geblieben ist, als ich dann verstanden habe, warum dieser Film Je suis Karl heißt. Ich habe mich die ganze Zeit gefragt, was soll dieser Titel? Also ja klar, der spielt zur Hälfte in Frankreich. Okay, da kann man schon mal einen französischen Titel wählen. Aber als es dann mir dämmerte, zum Ende des Films hin, was dieses Je suis andeuten soll, wie das gemeint ist. Ich glaube, das war mein größter Aha- und Schockmoment, was mich auch total, also dass das so
funktioniert einfach auch für schlimme Zeiten und schlimme Zwecke, einfach so eine Aussage zu benutzen, das hat mich total geflasht. Was war denn deine? Ja, gebe ich dir recht. Also das Ende hat mich auch nochmal mitgenommen. Das ist ja auch ein Film, bei dem man irgendwie, also ich zumindest, zwischendurch keine Zeit hatte, was anderes irgendwie nebenher zu machen, weil man wirklich gebannt davor sitzt. Und es gab einen Moment, da habe ich mich so eiskalt erwischt gefühlt, also so richtig schlecht ertappt. Es gibt eine Szene in einem französischen Club, da feiert diese Bewegung, die Karl anführt und der sich dann auch Maxi, gespielt von Luna Wedler, anschließt. Die feiert ausgelassen zur Hip-Hop-Musik in diesem französischen Club. Und es ist gute Musik. Und es ist Musik, die mir gefällt. Und es war eine Stimmung, wo ich gedacht habe, oh Mann, da wäre ich gern dabei, das ist eine coole Party. Und hätte es nicht die deutschen Untertitel gegeben, die den französischen Hip-Hop übersetzt hätte, ehrlicherweise wäre ich dann in Partylaune gekommen. Und die Texte sind aber nun mal rechtsextrem und deuten halt auf die gesamte Ausrichtung dieser Organisation hin. Und ich finde, das zeigt erneut, wie schlimm es halt ist, wenn du gar nicht mehr auf die gesagten Worte hörst, sondern dich halt von Stimmungen und von Menschenmassen leiten lässt. Und genau auf diese Szene und auf die Art und Weise, wie diese Szene gedreht wurde und auch wo die Musik herkam, konnte ich Jannis im Interview auch ansprechen und da hat er ein bisschen zu erzählt. Wie war das bei dem Dreh? Habt ihr tatsächlich diese Songs auch beim Dreh gehört oder wurde das mit anderen Songs aufgenommen? Wurde die Musik extra für den Film geschrieben oder existiert die tatsächlich? Wie war das bei dieser Musikszene, also bei dieser Feierszene? Die Musik wurde extra für den Film geschrieben und es war auch dann die Frage, was machen wir? Es war ganz klar, lass uns nicht irgendwie Hardrock, den man jetzt so von den Nazis kennt, nehmen, sondern lass uns eine moderne Musikrichtung nehmen. Und dann war sehr schnell klar, das muss Rap sein oder sowas oder Elektro. Ist ja auch am Anfang, wenn Karl alleine den, wenn man ihm so dabei zuguckt, jetzt hätte ich gerade fast zu viel verraten, was er so macht am Anfang, dann ist da auch schon so eine epische Musik drüber. Und überhaupt, der ganze Film ist wahnsinnig schön anzusehen, wahnsinnig unterhaltsam. Wie du sagst, man nickt mit dem Kopf und sitzt davor und denkt, wow, ist eine gute Musik. Und man lässt sich mitnehmen. Und das ist das Gefährliche an dem Film, weil er mit den, oder das Gute, das Besondere an dem Film, weil er mit den gleichen Mitteln spielt, wie das auch die Identitären tun. Also es geht immer nur darum, am meisten Energie in die Inszenierung des eigenen Erscheinungsbildes so zu stecken. Und das funktioniert. Und das funktioniert eben auch bei dem Film. Und es ist toll, dass du auch sagst, dass es dich auch so teilweise bekommen hat. Ja. Und ich finde genau das, was er gesagt hat, ist das Gefährliche so. Dass es alles so verpackt ist, beziehungsweise der ganze Film ist so verpackt, dass es harmlos wirkt. Ne? Auch diese Clubszene, wenn man nicht weiß, worum es geht, dann ist es harmlos, weil du kein Französisch kannst, weil du in irgendeinem Club bist und da sind ganz viele Jugendliche und feiern zusammen. Und deswegen finde ich es mega wichtig, dass so viele Leute wie möglich diesen Film sehen, wo wir auch wieder beim Thema Schulklasse waren, was wir ja letztens schon mal aufgegriffen haben. Das muss eigentlich, finde ich, so wie bestimmte Bücher gelesen werden müssen in Deutsch, sollte man diesen Film auf jeden Fall den neuen Generationen jetzt in der Schule zeigen, weil es einfach... Gerade die sind ja angesprochen, ne? Also gerade diese Leute, die noch nicht wissen, wo sie hin wollen im Leben, vielleicht so ein bisschen auch sich verloren fühlen, nirgendwo dazugehören, die sind ja gerade die, die in Gefahr kommen, sich solchen Gruppen anzuschließen. Ich sehe das genau wie du. Ich finde auch, dass das ein Film ist, der in den Schulunterricht gehört. Und da sind wir nicht alleine mit der Meinung, Jannis Niewöhner sieht das auch so und er hat uns erzählt, warum. Ich glaube, dass das unbedingt ein Film für den Schulunterricht ist, auch weil es ein mutiger politischer Film ist, weil er auch nicht so ein braver politischer Film ist, weil er wirklich, glaube ich, Leute auch sauer machen wird. Es gibt viele Leute, die sagen, denen ist der Film zu einfach oder finden das falsch erzählt. Aber was ich merke, ist, der Film geht jeden etwas an und Leute kriegen Angst, was richtig ist, vor dem, was passieren könnte. Und darum geht's ja. Und wenn das ein Film heutzutage noch schaffen kann, dann bin ich froh. Und ich glaube, dass der Film das Potenzial dazu hat. Oder ich merke das schon ganz klar, dass auf jeden Fall lange Gespräche danach entstehen und dass der Film im besten Fall wachsam macht und dass man sich selber auch hinterfragt in seinen Wertevorstellungen, in seiner Moral, wo wir immer alle glauben, wir sind so gefestigt, aber
Was passiert wirklich? Wie gefestigt sind wir? Was, wenn jemand kommt, wie? Oder was, wenn unsere Familie stirbt, wenn uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird? Und das sind wichtige Fragen, die der Film stellt, auf eine provokante Art und Weise. Und Schüler und junge Menschen sind nicht dumm, man sollte sie ernst nehmen und kann mit denen deshalb auch sehr gut diesen Film gucken, glaube ich. Also mein Fazit zu Je suis Carl ist, dass man den auf jeden Fall sich angucken sollte. Jeder Mensch, jeder Altersklasse einfach mal einmal ins Kino gehen oder später, wenn er dann verfügbar ist, den angucken und genau darauf achten, was in diesem Film passiert, weil das sehr gut unsere aktuelle Situation widerspiegelt. Es wird einfach dargelegt, wie Radikalisierung funktioniert und das ist, glaube ich, auch für junge Menschen sehr wichtig zu wissen. Deswegen krasser Film, gut gemacht, gutes Schauspiel, alles super gut. Bitte angucken. Ich schließe mich da absolut an. Also meiner Meinung nach hat Je suis Carl absolut zu Recht 4 Nominierungen der Lola erhalten. Und ich finde großartig, wie realistisch hier Dinge dargestellt werden. Also genau so gibt es das in der identitären Bewegung, dass halt durch verschöntes Video- und Bildmaterial und durch verharmloste Formulierungen halt wirklich gefährliches Gedankengut verbreitet wird. Und das bringt dieser Film ausgezeichnet auf den Punkt. Ich hätte es fast noch ein bisschen besser und politischer gefunden, wenn sich die Hauptdarstellerin nicht auch noch in Carl verliebt hätte, sondern einfach nur politische Beweggründe gehabt hätte. Aber das ist wirklich, das ist ein minimaler Kritikpunkt. Der Film hat mir hervorragend gefallen und ich hoffe auch, dass ganz, ganz viele Menschen ihn sich anschauen werden. Ich wünsche dabei ja, gute und vor allem fesselnde Unterhaltung. Und zum Schluss möchten wir natürlich von euch wissen, welchen Film von Jannis Niewöhner habt ihr gesehen und gefällt euch am besten? Bitte schreibt es uns in die Kommentare, da würden wir uns sehr drüber freuen. Und wenn ihr schon da seid, lasst gerne ein Like und ein Abo da, darüber freuen wir uns sehr. Und wir freuen uns darauf, euch nächstes Mal wieder hier bei den Filmgorillas zu sehen. Tschüss! Tschüss.